Hi Leute, ich bin's wieder, euer Daniel. Heute habe ich für euch eine lustige Übung zum Thema Reaktion. Und das kennt ihr vielleicht schon ein bisschen aus dem Kampfsport. Ich brauche aber einen Partner dazu. Und ihr kennt ja schon die Julia. Also Julia, komm mal schnell her zu mir. Du bist... Koordination, Reaktionsfähigkeit heißt das Thema, das wir jetzt machen. Und wir fangen mal ganz einfach an mit der Übung, die vielleicht jeder von euch schon mal mit einem Partner gemacht hat. Einmal die Hände falten, ungefähr auf Kopfhöhe. Brusthöhe machen wir nicht, das ist uns viel zu einfach. Außerdem steht die Kamera zu hoch und hier würdet ihr nichts mehr sehen. Drum gehen wir. Nur klatschen hören. Genau, auf Kopfhöhe. Ihr legt die Fingerspitzen aneinander und jetzt ist es wichtig, dass ihr möglichst schnell seid. Und zwar folgendes: Julia darf beginnen. Sie muss versuchen, meine Hände zu klatschen oder meine Hände zu erklatschen. Macht das mal. So, das wäre jetzt für sie ein Punkt. Sie darf so lange weitermachen, bis ich irgendwann schneller bin als sie und die Hände wegziehen kann. Daneben. So, jetzt bin ich dran. Jetzt geht es bei mir genauso weiter. Kann auch so machen, gell? Ihr müsst schnell sein. Okay, nächste Übung. Es wird viel schwerer, wenn ihr die Hände auseinandernehmt und ungefähr auf Brusthöhe, Schulterbreite neben euren Körper haltet. Jetzt geht es darum, der eine Partner hält die Hände in der Position, der andere Partner nimmt die Hände nach hinten hinter seinen Kopf. Ihr könnt jetzt hier wechselseitig schlagen. Das Ziel ist, die Hand des Partners zu treffen. Zieht er weg und ihr schlagt ins Leere, ist der andere Partner wieder dran. So, jetzt bin ich dran. Ganz tolle Steigerung, einfach so ein bisschen Spaß reinzubringen und Abwechslung im Sport zu haben. Reaktion steht hier an oberster Stelle und dann schauen wir uns gleich die dritte und letzte Übung an. Was ihr jetzt zu tun habt, ist den Partner an den Schultern zu erwischen. Es ist wie so ein Boxkampf, wie so ein Zweikampf. Wählt euch dazu einfach ein freies Zeitintervall, zum Beispiel eine Minute und zählt die Punkte. Okay, das machen wir jetzt auch. Hände locker lassen, keine Faust, weil sonst tut's weh. Sondern ganz entspannte Hände. Fertig? Nein. Oh, nee. Shake it. Shake it. Okay, los geht's. Eine Steigerung gibt's, wenn ihr anstatt nur auf die Schultern zu schlagen, auch die Oberschenkel als Trefferpunkt erlaubt. Und das machen wir jetzt auch, also Schulter und Oberschenkel zählen jeweils. Fertig, shake hands, los geht's. Abgestürzt. Macht Spaß mit einem ehemaligen Kickbox-Weltmeister. So, das war's für das heutige Training. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet dadurch euer Training auflockern und macht es ruhig einfach mal. Oft trainiert man ja wirklich nur immer Kraft oder nur Ausdauer, vielleicht hin und wieder ein bisschen Beweglichkeit, aber das war's dann schon. Und durch solche Spiele macht das Training viel mehr Spaß. Außerdem ist die Reaktionsfähigkeit was ganz was Wichtiges. Wenn ihr sowas trainiert, dann könnt ihr auch so Sturzprophylaxe im Alter aufbauen. Falls ihr mal wegrutscht und naja, euch verletzt, dann könnt ihr einfach schneller reagieren. Und das sollte man nicht vergessen und nicht unterschätzen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen und liked mich, wenn es euch gefallen hat. Euer Daniel. Ciao. Und ich war auch dabei.
Und es findet jetzt hier gleich das Blindenfußballspiel statt von Ewige Helden. Das ist hier so eine spanische Arena. Was genau passiert hier, weiß ich auch nicht. Vielleicht Stierkämpfe, keine Ahnung. Und es ist eine saugeile Location.